Tischtennis-Stadtmeisterschaften in Höchstadt an der Aisch. Und eine ganz traurige Geschichte hier. So leer war die Halle noch nie. Und auch die großen Namen fehlen hier ohne Ende. Schade, schade. Ein sehr traditionsreiches Turnier, in dem wirklich schon ganz großartige Sportler mitgespielt haben. In der Herren A-Klasse Christian Pfeppich auf 1 gesetzt. Der wird zwar ständig besser und besser und besser, aber in einem normalen, mittelmäßig besetzten Herren SA-Turnier, da muss er schon schauen, dass er aus der Gruppe rauskommt. Hier haben wir jetzt die Herren B-Klasse mit dem Altmeister, hätte ich beinahe gesagt, Marcel Hassfurter. Komm auch langsam in die Jahre, ich will ihm da nicht zu nahe treten. Spielvereinigung Erlangen seit gefühlten Jahrzehnten gegen Wort. Und das ist einer der vielen, vielen, vielen großartigen Nachwuchstalente, die in Burtstein heranwachsen und dort offensichtlich von einem sehr, sehr guten Training profitieren. Da ist ein Hegenberger, der immer besser wird und vor allen Dingen natürlich die beiden Hörmanns. Hannes Hörmann steht ja schon in der Aufstellung als Ersatzmann für die zweite Bundesliga und ist wohl plus minus 16 Jahre alt. Schülernationalkader gewesen. Ja, wer sich in Mittelfranken für hervorragenden Tischtennissport interessiert, dem sei ans Herz gelegt, die Heimspiele der Hildburgsteiner Zweitligamannschaft in der Regel am Sonntagnachmittag 14 Uhr in der Stadthalle Hildburgstein. Das lohnt sich, denn da kommt so ziemlich alles, was Rang und Namen hat und es noch nicht in die erste Bundesliga geschafft hat. Viele Spieler, die in ihren Herkunftsländern bereits Nationalmannschaft spielen, dementsprechend auch schon bei Weltmeisterschaften dabei waren, bei Europameisterschaften dabei waren oder bei den nationalen Meisterschaften ganz vorne mitspielen. German Open, Tschechisch Open und so weiter. Da kann man sehr viel sehen, was nachkommt, was an Nachwuchs sich an die Spitze spielt. Hochklassigster Sport, tolle Atmosphäre. Die Hildburgsteiner haben ja somit das beste und zahlenmäßig größte Publikum in der zweiten Liga. Also da geht's ab Oktober los. Jeweils sonntags sind die Heimspiele. Und dann ist er mittlerweile auch noch feldlich aufgestiegen in die dritte Bundesliga. Das ist dann zwar nicht nur Mittelfranken, sondern Oberfranken, aber auch nicht allzu weit entfernt. Dieses kleine Örtchen in der Fränkischen Schweiz. Irgendwo zwischen Forchheim und Gräfenberg, aber viel näher an Forchheim. Das wird sicher auch sehr interessant. Marius Zaus, der ja zwischendurch auch ein bisschen Geld verdient hat, irgendwo an einem Flughafen, konzentriert sich aktuell in dieser Saison
wieder ganz auf Tisch Tennis. Hat eine sehr starke Vorstellung gegeben bei dem hammermäßig besetzten Turnier Buxheim, Edeka-Turnier Buxheim. Hat dort Zweitligaspieler Ligo Rust geschlagen, Zweitligaspieler Dennis Dickert geschlagen. Und erst im Endspiel, ich glaube gegen Viborny oder einen anderen, gegen Viborny war es wohl, verloren. Also sehr starker Auftritt. Wenn man denkt, dass dieses Turnier jahrelang Roman Rosenberg dominiert hat in den letzten Jahren und der, glaube ich, unter den letzten 8, wenn nicht sogar unter den letzten 16 schon ausgeschieden ist, dann spricht das schon eine deutliche Sprache, wie gut das Turnier besetzt war. So, jetzt habe ich aber was Falsches erzählt, denn Zaus war im Halbfinale ausgeschieden gegen Viborny. Im Finale war der dritte Zweit-Bundesligaspieler von Hildburgstein, Peter David. Der hat dieses Finale verloren. Und seitdem ist er aber überhaupt nicht mehr gut drauf. Hab's einen Tag später, ja gut, da hat man eine kurze Nacht, das Endspiel war um Mitternacht. Da hat man vielleicht nicht ganz ausgeschlafen und da hat er gleich mal bei einem großen Pokal-Treff die ersten drei Einzel, alle drei hintereinander verloren. Natürlich nicht gegen schlechte Spieler und noch dazu gegen Linkshänder, die nicht ganz so zu liegen scheinen, aber auch in den beiden ersten oder drei ersten Auswärtsspielen, die sie jetzt schon gemacht haben in Hildburgsteiner, hat er nicht wirklich überzeugen können. Gegen Mainz beide Einzel verloren. Also da muss man sehen, ob er schwächelt oder ob die Konkurrenz so stark ist. Deswegen nochmal mein Tipp. Eine ganz starke Liga, die zweite Liga. Entweder direkt hinkommen in die Stadthalle in Wildburgstein oder aber die Videos anschauen, alle Videos von den Heimspielen, wie immer, wie gewohnt, auf YouTube-Kanal Reinhard Steinbrecher und dann halt eingeben Wildburgstein. Dann ist man da direkt in der zweiten Liga. Aus technischen Gründen leider hier mal ein kurzer Cut. Wir steigen aus bei dem Spiel Ort, der jetzt zurückschlägt gegen Marcel Hasfordel und widmen uns dem Doppelfinale.